Guten Morgen aus dem Silicon Valley. Nachdem ich am Sonntag gesagt habe, dass die Kirche offensichtlich möchte, dass wir dieses sechste Kapitel des Johannesevangeliums wirklich fast in- und auswendig können, weil jedes Wort eine so tiefe Bedeutung hat, will ich heute nur noch einen ganz kleinen Zusatz sagen für eure heutige Meditation. Nämlich bin ich gar nicht eingegangen auf ein wunderbares Wort, das der Herr hier sagt, als die Juden murren. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn an mich zieht. Ich finde dieses Wort großartig, denn es bedeutet, dass der himmlische Vater selbst im Leben eines jeden von uns aktiv gegenwärtig ist. Die Kirche lehrt, dass der Glaube ein übernatürliches Geschenk der Gnade ist. Ja, es gibt den natürlichen Glauben. Ich sage euch, morgen wird es regnen, habe ich im Internet gesehen. Und ihr glaubt vielleicht und richtet eure Garderobe danach aus. Das ist natürlicher Glaube, aber übernatürlicher Glaube, zu glauben, dass der Vater den Sohn gesandt hat, das ist ein Geschenk, nämlich eine innere Erleuchtung des Heiligen Geistes. Und wenn ihr euch zu Jesus Christus hingezogen fühlt, ja, wenn ihr überhaupt euch die Mühe macht, euch diese Videos anzuschauen, dann ist es schon ein Beweis, dass der Vater euch an Jesus zieht, ja. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn an mich zieht. Die Tatsache, dass wir Hunger haben nach dem Wort Gottes, dass wir uns für Jesus interessieren, dass wir Glaubensfragen haben, ist der beste Beweis dafür, dass der Vater selbst in unserem Leben aktiv ist. Und wie ist er das? Indem er uns den Heiligen Geist sendet. Und das finde ich wahnsinnig tröstlich, denn wir sind so oft in der Versuchung zu denken, dieser Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, Milliarden von Menschen, allein zu unserer Lebenszeit gibt es 6, 7, 8 Milliarden Menschen, ja? Und wenn man das hochrechnet auf die ganze Zeit seit der Schöpfung, das sind so viele Menschen, dass es menschlich und möglich ist, sie alle zu kennen. Und zu schnell schließen wir von unseren kleinen Menschengehirnen auf den allmächtigen Gott. Für Gott ist jeder einzelne von uns einzigartig. Er liebt uns so sehr, dass er für jeden einzelnen von uns am Kreuz gestorben wäre, sagt Jesus immer wieder. Ja? Jeder für uns ist eine unwiederholbare Einzigkeit in seinem Universum. Tatsächlich ist jede Seele von uns mehr wert als die ganze sichtbare Schöpfung zusammen, ja? Und dieser Vater, der uns in der Heiligen Schrift sagt, von Ewigkeit her habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Würden Himmel und Erde vergehen, meine Liebe zu dir würde niemals vergehen. Dieser Gott im Himmel, der uns mehr liebt als eine Mutter ihr Kind, ja? Ist das überhaupt möglich? Ja, es ist möglich. Gott liebt uns noch mehr als ein Bräutigam, seine Braut, eine Mutter, ihr Kind. Der ist im Leben eines jeden von uns aktiv gegenwärtig, zieht uns immer wieder durch verschiedene Spuren zu Jesus und zieht uns dadurch an sich. Und das ist doch eine wunderschöne Botschaft, über die es sich lohnt, heute in der persönlichen Betrachtung nachzudenken und die zu vertiefen.